ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Los resultados ya nos indica que su triunfo es claro. Yo quisiera felicitarlo. Hören Sie den Beschuss nicht? Felicitarlo y saludar también a, creo que Cecilia está ahí. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Felicitarla a sus hijos, a todo el equipo que lo acompañó durante todos estos meses de campaña, porque yo sé por la propia experiencia lo duro que pueden ser. Quiero decirle que una vez más Chile ha podido mostrar al mundo que somos un país capaz de llevar un proceso eleccionario impecable, con la gente ordenada, con resultados tempranos y sin discusión de los resultados electorales. La gente hoy día eligió democráticamente y lo eligió usted como presidente de la República. Y yo espero que Chile pueda seguir por la senda de justicia y progreso social que hemos desarrollado en estos 20 años. Y yo espero en el día de mañana pasar a saludarlo personalmente. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!